Ein schwerwiegender Brand hat am Abend ganz Bitburg beunruhigt. Im Keller eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt wurden 20 Menschen verletzt. Als die ersten Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen und sich einen Überblick über die Situation verschafften, ging der Großalarm in der Stadt los. Über 200 Mann von den nahegelegenen Feuerwehren und vom DRK rückten an und versuchten, die Flammen in den Griff zu bekommen und die Menschen zu retten. Problematisch war die starke Rauchentwicklung. Einige Bewohner waren kurz davor, aus den Fenstern zu springen, um den giftigen Gasen zu entkommen. Die Feuerwehr und das DRK konnten die Menschen in Sicherheit bringen. Haben schon gesehen, dass eine Person auf dem Dach sitzt und mehrere Personen an Fenstern hängen und wollten wirklich springen. Und da haben wir dann, weil die Bewohner alle so aufgeregt waren, erstmal mit zwei Mann Ordnung geschaffen und haben dann sofort großräumig, das heißt für die ganze Stadt Bitburg, Feueralarm gegeben, inklusive SEG, Orgleiter, Leitend Notarzt, und haben direkt der Leitstelle mit auf den Weg gegeben, dass es sich um größeres Schadensausmaß handelt. Also es hat aus allen Ecken raus schwarz gequalmt, richtig schwarz gequalmt, und da konnte man davon ausgehen, dass richtig im Keller, dass da richtig Post abgeht. 17 der Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die meisten von ihnen konnten ambulant behandelt werden. Auch drei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt. Nach etwa 2 Stunden waren die Flammen gelöscht, doch der Keller konnte wegen der glühenden Hitze nicht betreten werden. Die Einsatzkräfte fluteten die Gemäuer, um die letzten Glutherde zu beseitigen. Gegen 22 Uhr konnten die Männer wieder abziehen. Weil es innerhalb eines Jahres 3-mal im Keller des Hauses gebrannt hatte, schließen die Ermittler Brandstiftung nicht aus.